Hallo, liebe Mädchen und Jungen. Hallo, ihr Lieben. Das vierte Licht brennt. Könnt ihr es sehen? Es ist zwar nicht ganz so deutlich, weil der Wachs in zwei Kerzen etwas zu viel geworden ist. Aber ich denke, das kommt schon wieder. Das Licht ist immer heller geworden. Und hoffentlich könnt ihr die Spannung bis Weihnachten noch aushalten. Heute hören wir davon, wie Maria reagiert hat, als sie erfahren hat, dass sie einen Sohn bekommen soll. Das war nämlich etwas ganz Besonderes. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, der die Welt und uns geschaffen hat. Im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, der Kraft, die dafür sorgt, dass wir in Frieden miteinander leben können. Amen. Wir singen das Lied, was wir die ganze Zeit gesungen haben, wir sagen euch an, den lieben Advent, die erste und die vierte Strophe. Die vierte werden wir dann ansagen. Ihr dürft auch gerne mitklatschen. Wir sagen euch an, sehe die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an eine heilige Zeit. Machet dem Herrn den Weg bereit. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr. Schon ist nahe der Wir sagen euch an, den lieben Advent, seht, die vierte Kerze brennt. Gott selber wird kommen, er zögert nicht. Auf ihr Herzen und werdet Licht. Wir sagen euch an, den lieben Advent, seht, die vierte Kerze brennt. Gott selber liest uns Heidi die Geschichte. Maria aber sprach: Ich preise den Herrn und jubele vor Freude über Gott, meinen Retter. Ich bin nur eine einfache Frau, ein unbedeutendes Geschöpf vor ihm. Und doch hat er sich mir zugewandt. Von nun an wird man mich glücklich preisen in allen kommenden Generationen. Denn Gott hat Großes an mir getan, er, der mächtig und heilig ist. Sein Erbarmen hört niemals auf. Er schenkt es allen, die ihn ehren, über viele Generationen hin. Nun hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen weg samt ihren Plänen. Nun stürzt er die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Unseren Vorfahren hat er zugesagt, Israel Güte und Treue zu erweisen.
So hat er es Abraham versprochen und seinen Nachkommen für alle Zeiten. Nun hat er sich daran erinnert und nimmt sich seines Volkes an. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth und kehrte dann wieder nach Hause zurück. Ja, ihr Lieben, wir haben wieder das Licht ausgemacht. Wir können jetzt die Kerzen schön sehen und ja, unsere beiden, die eben nicht so richtig wollten, die sind auch wieder da. Was wir eben gehört haben, das ist ein Lied. Das ist aber ein sehr schweres Lied, werdet ihr denken. Ja, Maria war ja anfangs gar nicht so zum Loben zumute. Sie hatte sich schon Gedanken gemacht, was wird wohl passieren, wenn die Menschen erstmal merken, dass ich schwanger bin, noch nicht verheiratet und. Das war zu der Zeit ja ganz anders als heute. Sie konnte es auch gar nicht so recht glauben. Sie zweifelte auch wirklich daran. Und dann bekam sie die Idee, ich gehe zu Elisabeth. Von Elisabeth haben wir gehört. Sie hatte auch den Engel gesehen, Zacharias vielmehr, und sie war schon schwanger, trotz ihres hohen Alters. Maria brauchte einfach erstmal jemand, der ihr zuhörte, der sie verstand. Und da war Elisabeth die Richtige. Und ihr wisst ja, als Maria Elisabeth begrüßte, dass das Kind in Elisabeths Bauch vor Freude gehüpft ist. Und da bekam plötzlich Maria ein ganz eigenartiges Gefühl. Sie wusste auf einmal gar nicht mehr so recht, wo sie war. Sie fühlte nur noch Glück. Sie hätte jubeln und tanzen mögen. Alle Ängste waren auf einmal wie weggeflogen. Sie konnte nur noch glücklich sein. Und dieses Glücklichsein, das kam von Gott. Von der Kraft Gottes, dem Heiligen Geist, den wir jeden Gottesdienst begrüßen am Anfang. Von nun an werden mich glücklich preisen alle Menschen, sagt Maria. Sie weiß plötzlich, dass sie die Mutter von Jesus wird. Jesus heißt auf Hebräisch Jeshua und das heißt Gott rettet. Und Maria wusste, dass Gott etwas ganz Einmaliges getan hatte mit ihr. Sie wusste plötzlich, wer sie war und was Gott für sie und alle Menschen getan hat. Nun erhebt er seinen Arm, heißt es. Er lässt die Reichen leer ausgehen. Er gibt den Hungernden zu essen. Das stimmt ja gar nicht immer, werdet ihr vielleicht jetzt denken. Es gibt immer noch Hunger auf der Welt. Ja, das stimmt. Aber wenn wir Menschen uns Jesus anvertrauen, dann könnten alle diese Probleme weniger werden. Weil Jesus nicht möchte, dass irgendjemand hungert auf dieser Welt. Weil Jesus nicht möchte, dass Menschen
Krieg gegeneinander führen. Weil Jesus nicht möchte, dass Menschen von anderen unterdrückt, ausgelacht, gemobbt, gefangen und überhaupt sonst irgendwas werden, was nicht in Ordnung ist. Und dass Gott dies möglich ist, wenn wir ihm vertrauen, das hat Maria gemerkt und gespürt, als sie plötzlich diesen Jubelgesang von sich gab. Gott hat ihr dieses Lied eingegeben. Und dieses Lied steht auch in unserem Gesangbuch und es steht auch in der Bibel. Maria hat einen besonderen Platz in der Welt. Die katholische Kirche zum Beispiel verehrt sie noch viel mehr als wir. Von der Himmelskönigin ist oft die Rede. Aber wenn wir Maria als die Frau sehen, die sie ist, nämlich Mutter von Jesus, unserem Retter und unserem Freund, dann wissen wir genug. Dann wissen wir, dass Maria etwas ganz Besonderes ist. Dann können wir vielleicht mitjubeln und sagen, Mensch, toll, Maria, dass du diejenige bist, die Jesus zur Welt gebracht hat. Dass wir das überhaupt erfahren dürfen, wo wir drauf warten jetzt im Advent. Dass du diejenige bist, durch die wir überhaupt Weihnachten feiern. Denn wenn du Jesus nicht zur Welt gebracht hättest, gäbe es das Weihnachtsfest nicht. Ja, ich glaube, dass Maria und Elisabeth nachher gemeinsam gejubelt haben, dass sie durch das Zimmer getanzt sind und überhaupt nicht mehr aufhören konnten, sich zu freuen. Wenn man einmal richtig lachen kann, das wisst ihr auch, das tut richtig gut, dann kann man überhaupt nicht mehr aufhören. Das wünsche ich euch, dass ihr gerade jetzt über Weihnachten auch mal richtig lachen könnt. Dass ihr mit euren Eltern und mit der Familie Freude und Spaß habt. Und dass ihr manchmal auch darüber nachdenkt, ja, Maria hat auch gejubelt und gelacht. Deswegen dürfen wir das auch. Das ist doch toll, oder? Amen. Amen. Wir singen jetzt noch einmal unser Lied, Tragt in die Welt nun ein Licht. Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen, fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein, seht auf das Licht, das scheint. Trag zu den Kindern ein Licht, trag zu den Kindern ein Licht, sagt allen, fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein, seht auf das Licht, das scheint. Trag zu den Alten ein Licht, trag zu den Alten ein Licht, sagt allen, fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein, seht auf das Licht, das scheint. Trag zu den Eltern ein Licht, trag zu den Eltern ein Licht, sagt allen, fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein, seht auf das Licht, das scheint.
und wie ihr ja schon wisst, könnt ihr das Video zurückspulen und dann noch selber Dinge einfügen, die ihr gerne einfügen möchtet. Jetzt wollen wir zusammen beten. Bereit sind meine Augen und meine inneren Augen. Bereit sind meine Ohren und meine inneren Ohren. Bereit ist mein Mund, der zu dir spricht. Bereit sind meine Hände, die ich anderen reichen möchte. Und bereit ist mein Herz. Ich bin jetzt bereit, mit dir zu sprechen, Jesus. Wir machen unsere Augen zu und beten. Danke, Jesus, dass deine Mutter so hat jubeln können, dass sie sich so gefreut hat, dass sie dich zur Welt bringen konnte. Ja, wir bitten dich, lass uns das doch auch spüren, dass Weihnachten etwas ganz Besonderes ist. Dass wir uns freuen können, dass du Geburtstag hast. Und dass wir spüren, dass Geschenke, so schön sie auch sind, eben nicht alles sind, sondern dass du im Mittelpunkt stehen sollst. Dass Weihnachten dein Geburtstag ist. Wir danken dir, dass wir dir alles sagen können. Ja, dass wir dir unsere Freude geben können. Dass wir dir sagen können, wovor wir Angst haben. Dass wir dich bitten können, etwas gut zu machen. Wir danken dir dafür, dass du immer Zeit für uns hast. Das können wir nicht von allen Menschen sagen. Aber von dir. Und das ist gut. Lass uns auf Weihnachten warten. Lass das Ganze richtig spannend werden. Und gemeinsam wollen wir nun so beten, wie du uns beigebracht hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Schluss wollen wir Gott um seinen Segen. Der Herr sei über uns wie die Sonne und der Mond. Der Herr sei hinter uns, dass wir keine Angst haben müssen. Der Herr sei rechts und links neben uns, dass wir spüren, dass er da ist. Der Herr sei vor uns, damit wir den richtigen Weg finden. Und der Herr sei unter uns, damit wir nicht über Steine stolpern. So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Am 24. Dezember, das wollen wir euch schon mal sagen, feiern wir einen Familiengottesdienst, auch über YouTube. Da werden wir eine spannende Geschichte hören von dem kleinen Matti, einem Hirtenjungen. Da dürfen wir gespannt sein. Bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne vierte Adventswoche. Und schon jetzt ein tolles und gesegnetes Weihnachtsfest. Bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss, macht's gut.